wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute für euch ein neues Sophie Talk Video. Weil ich schon so lange keins mehr abgedreht habe, dachte ich, ist es mal wieder an der Zeit. Es sind viele Informationen, die so in meinem Kopf rumschwirren. Es gibt viele Fragen, die irgendwie, das heißt viele, aber es schwirren ein oder zwei Fragen in meinem Kopf. Und ja, deswegen dachte ich mir, ist es Zeit für einen Sophie-Talk, um einfach mal mit euch zu quatschen und natürlich auch auf euer Feedback zu hoffen, damit wir einfach kommunizieren können. Ich sitze hier auf dem neuen Sofa, irgendwie aber noch nicht in der Endposition, wie dann das alles sein wird mit Hintergrund und so. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten erst herauskristallisieren. Ich habe auch noch nicht meine künstliche Lampe hier stehen. Es ist noch nicht so, dass ich das jetzt hier anschließen kann, weil wegen Steckdosenmangel und so klappt das alles nicht. Das Wetter spielt heute auch nicht so gut mit, aber ich versuche ein bisschen Tageslicht mit einzufangen und ein bisschen Licht von oben. Und deswegen seid mir einfach nicht böse drum. Ich wünsche euch bei meinem Sophie-Talk-Video jetzt erstmal viel Spaß und ja, ich fange einfach an. Ich weiß ja gar nicht, ob mich jemand hier überhaupt auf YouTube vermisst hat oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe die letzten Wochen wirklich keine Zeit gehabt, überhaupt mich mit YouTube generell, mit dem Internet wirklich zu beschäftigen, weil einfach mein Privatleben im Vordergrund stand und vieles hier passiert ist. Und dementsprechend musste ich Prioritäten setzen. Und YouTube gehört zwar zu meinem Leben, aber es übernimmt nicht mein Leben und es hat keinen Überhand genommen, so dass ich sage, ich lebe nur noch für YouTube und muss jetzt unbedingt. Und ich denke mal, dass ihr bestimmt auch dafür Verständnis habt und dass andere Dinge einfach erst im Vordergrund stehen. Und wenn das sich dann alles geregelt hat und man noch Lust auf YouTube haben sollte, dass man sich dann erstmal wieder herantastet und Themen sammelt, um dann wieder voll durchzustarten. Und das war auch mein Standpunkt, den ich vertreten habe oder auch vertrete, einfach jetzt erstmal alles andere zu machen, was wichtig ist, um dann wirklich, wenn ich wieder Zeit für mich und auch für dieses Hobby YouTube habe, einfach auch dann wieder neu durchstarten kann, weil YouTube soll ein Teil meines Lebens sein. Und das möchte ich einfach noch nicht aufgeben und dafür wachsen wir einfach immer noch relativ gut. Obwohl ich in den letzten Wochen wirklich keine Videos gedreht habe, sind wir schon über 6400 Abonnenten geworden und das freut mich natürlich ungemein. Und von daher begrüße ich jeden neuen Zuschauer und ich hoffe, dass ihr mit meinen Videos viel Spaß haben werdet. Und von daher ja, kann ich mich eigentlich auch gar nicht beschweren in der Hinsicht, weil ihr mich trotzdem unterstützt habt. Und ich habe auch hin und wieder auf Twitter mal das ein oder andere Feedback von mir gegeben, was los ist oder auch das ein oder andere Video nochmal gepostet etc. pp. Auf jeden Fall versuche ich jetzt wieder neue Videothemen aufzuarbeiten und umzusetzen und natürlich freue ich mich auch über euer Feedback, also über eure Videowünsche. Falls ihr von mir irgendwas sehen möchtet, dann nur her damit, los, gebt her und schreibt es mir unten in die Kommentarbox rein. Ich freue mich einfach wirklich, weil da kommen wir jetzt auch schon zu diesem Punkt, der mich so ein bisschen beschäftigt hat in den letzten Wochen und auch Tagen. Ich habe ja YouTube in diesem Sinne gar nicht so richtig verfolgt. Also Twitter ja fast täglich. Und da wurden ja auch die ein oder anderen Videos hochgeladen bzw. gepostet, um sie dann anzuschauen. Und so vieles habe ich gar nicht richtig wahrgenommen. Und von daher bin ich auch nicht auf dem neuesten Stand. Ich weiß gar nicht so genau, was eigentlich abgeht hier auf YouTube. Klärt mich einfach mal auf. Hat sich irgendwas in den letzten 6 Wochen verändert? Habe ich irgendeinen YouTube-Hype verpasst? Irgendein Special-Tag oder irgendwas, was ich einfach mal machen soll oder mir mal anschauen soll oder abdrehen soll, wie auch immer ihr das gerne möchtet? Sagt es einfach mal, weil ich stehe total auf dem Schlauch und Videos schauen ist wirklich richtig untergegangen. Ich glaube, ich müsste über 500 Videos nachholen, wirklich ungelogen, aber das schaffe ich einfach überhaupt nicht und das werde ich auch einfach gar nicht machen. Und was mir natürlich dann halt auch durch den Kopf gegangen ist, heute habe ich mal so meine Abo-Liste durchgeschaut und habe mal so geguckt, was so jetzt momentan in den letzten 2, 3 Tagen aktuell hochgeladen wurde. Und es wiederholt sich sehr, 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 sehr viel. Ich habe ganz viele Beauty-YouTuberinnen, klar. Und irgendwie habe ich dann auch das Gefühl, dass es sich auf die eine oder andere Art und Weise immer wiederholt. Nur jeder macht es ja so, wie er es für richtig hält und wie er es halt schön findet. Und
Ich bin jetzt so an dem Punkt, jetzt habe ich so lange keine Videos gedreht und weiß ich auch gar nicht, was momentan überhaupt so aktuell ist, auf was ihr momentan steht. Lasst es deswegen mich einfach nur wissen, damit ich daran anknüpfen kann, um einfach euch Zuschauer wieder heranzuholen und dass euch die Videos, die jetzt kommen werden, auch wieder gefallen werden. Und von daher weiß ich halt einfach nicht so, wo ich momentan stehe. Ich könnte jetzt theoretisch halt auch das machen, was andere YouTuber machen. Klar gibt es DM-Hauls bei mir. Ich habe auch irgend so einen Hype mitgekriegt, den ich jetzt auch abgedreht habe. Aber so generell fehlt mir einfach jetzt, weil ich keinen Kopf in den letzten Wochen dafür hatte, einfach so ein bisschen die Special-Idee dieser Aha-Effekt, irgendwas Schönes zu gestalten. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich jetzt wieder ein bisschen Ruhe habe, Gedanken machen und hoffe, dass ich was Schönes auf die Beine stelle. Aber natürlich brauche ich auch eure Unterstützung. Und ich hoffe natürlich auch, dass mein Kanal durch euch noch weiter bestehen bleibt, weil ich gerade so ein bisschen Angst habe, dass ich in dieser ganzen großen Beauty-Menge untergehe, weil es einfach in den letzten Wochen so viel Videos gab und ich einfach nicht weiß, ob ich dann überhaupt so mit dem, was ich gerade mache, erwünscht bin. Hört sich jetzt so ein bisschen selbstzweifelnd an, aber das ist, glaube ich, finde ich einfach momentan mein Standpunkt, weil ich nicht weiß, wo ich gerade hingehöre auf YouTube, weil ich einfach das Gefühl habe, ich fange gerade wieder total von vorne an. Ja, dementsprechend, ja, brauche ich eure Unterstützung und hoffe, dass ihr mir da ein bisschen Feedback geben könnt, was ich wie machen soll oder ob ich irgendwas verändern soll, weil eigentlich bin ich so, wie ich bin. Und das ist nicht nur eigentlich, sondern ich bin so, wie ich bin und das vertrete ich und so möchte ich auch bleiben. Und hoffe einfach, dass wir wieder neu anfangen können und wieder neu aufbauen können und dass ich halt dafür auch natürlich eure Unterstützung brauche. Ansonsten seht ihr hoffentlich mich noch genauso wie sonst auch wenn es vielleicht mir ein bisschen schwerfällt, wieder mit der Kamera zu reden und ich vielleicht ein bisschen aufgeregt bin. Aber ich bin A, immer noch dieselbe und B, habe ich mich jetzt in der Zeit nicht verändert. Gut, jetzt habe ich mich natürlich relativ häufig wiederholt, aber das ist das, was mir so auf dem Herzen liegt und das ist halt besonders das Thema YouTube, dass ich einfach von euch wissen möchte, wo ich hingehöre und was ich verpasst habe und ob ihr mich noch sehen wollt oder ob ja, ob das alles gar nicht mehr notwendig ist, ein Video zu drehen. Irgendwie weiß ich nicht, bin ich da so ein bisschen am Selbstzweifeln. Aber Fakt ist, die Lust ist da, der Wille ist da. Ich möchte weiterhin für euch Videos drehen. Ich verlinke euch sehr gerne hier nochmal das letzte Sophie Talk Video hin, wo es um Thema Freundschaften ging. Es ist auch ein sehr interessantes und wichtiges Thema, finde ich. Also schaut es euch mal an, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Und hier verlinke ich euch das Video vom letzten Mal hin. Da dürft ihr natürlich auch gerne nochmal vorbeischauen. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Ich sende euch einen dicken, dicken Kuss. Macht's gut, bye bye!